Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das passt ganz hervorragend, dass der Finanzteil mit dem Kommunalteil zusammen eingebracht wird. Denn wie er schon an Horsts Rede eben gemerkt hat, hängt das ganz eng miteinander zusammen. Und dass jetzt die CDU und die FDP versuchen, das Haushaltsthema, das Finanzthema sozusagen als Aufhänger zu nehmen, um auf die Schwächen von Rot-Grün oder vermeintlichen Schwächen hinzuweisen, überrascht nicht wirklich. Aber ich werde sehr deutlich nachweisen, dass das Ihre Probleme sind, die Sie selbst uns zur Geißelung am heutigen Tag und in den letzten Tagen vorzulegen versuchen. Wir werden einen Nachtrag machen. Das hat der Horst angesprochen. Und in diesem Nachtrag wird es eine schonungslose Schlussabrechnung mit der schwarz-gelben Landesregierung geben. Und ich werde jetzt einige Punkte vorstellen, die dazu führen. Die Westdeutsche Landesbank trägt Risiken mit sich herum, die selbst nach vorsichtiger Schätzung 5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2013 ausmachen werden. Nach noch schlimmeren Schätzungen geht man davon aus, sogar bis zu 8 Milliarden. Und wenn wir diesen Betrag von 5 Milliarden jetzt auf die Jahre umlegen und die nicht in einem Jahr aufschlagen lassen und in einem Nachtrag eine Größenordnung von 1 Milliarde einbringen, dann ist das eine Schlussabrechnung für Schwarz-Gelb. Wir machen die Bücher auf, die Herr Linsen zugeklappt hat an dieser Stelle. Wenn die NRW-Bank 2,5 Milliarden Euro für ihre Anteil einer westdeutschen Landesbank von der Landesregierung garantiert bekommen hat, ist es doch kein rot-grünes Projekt zu sagen, wir müssen dafür auch Geld bereitlegen, wenn es denn so weit kommt, dass sie ausgezahlt werden müssen. Denn bereits im Jahr 2011 wird es so sein, nach Meinung der EU, dass die WestLB teilverkauft werden muss. Diese 2,5 Milliarden Euro sind durch nichts finanziell hinterlegt. Und ein dritter Punkt, den Herr Horst angesprochen hat, sind die Schulden der Kommunen. Wir haben mittlerweile 20 Milliarden Euro Kassenkredite allein bei den Städten und Gemeinden in diesem Lande. Wenn auch nur die durchschnittliche Belastung fortgetragen wird die nächsten 4 Jahre, sind wir schon bei 40 Milliarden Euro. Diese Schulden hat Herr Linsen immer abgeheftet und gesagt, mit denen habe ich nichts zu tun. Aber ihm sei an dieser Stelle zugerufen, bei der Schuldenregel werden die zugerechnet, also sind es auch Schulden des Landes, um die wir uns kümmern müssen. Und noch zwei Takte, was Schwarz-Gelb in der Haushaltspolitik der letzten 5 Jahre gemacht hat. Schwarz-Gelb hat im Jahr 2008 42 Milliarden Euro Steuern eingenommen. Selbst im großen Krisenjahr 2009 haben sie noch 39 Milliarden Euro eingenommen, aber 5,6 Milliarden Euro Schulden gemacht. Und sie haben, das hat Horst eben dargestellt, die Kommunen strukturell um 1 Milliarde benachteiligt. Also die gleich hohe Netto-Neuverschuldung letztlich auf den Tisch gelegt wie Rot-Grün 2004, nur mit dem winzigen Unterschied, dass wir 2004 5 Milliarden Euro weniger Einnahmen zu verzeichnen haben. Was das an besserer Konsolidierung sein soll, soll mir mal jemand erklären an dieser Stelle. Und selbst in der jüngsten Politik, ich will jetzt gar nicht auf die ganzen Konjunkturpakete eingehen, die immerhin 21 Milliarden Euro strukturelle Verschlechterung für die öffentlichen Haushalte jährlich, nicht einmalig, sondern jährlich bringt, sondern nur auf das Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Allein das Wachstumsbeschleunigungsgesetz kostet unseren Landeshaushalt 885 Millionen Euro jährlich und die Kommunen auch nochmal 400 Millionen Euro. Die Studiengebühren kosten 230 Millionen Euro. Also ein Drittel dieses Betrages. Wenn wir uns also dafür entscheiden, statt Hoteliers bei der Umsatzsteuer zu entlasten, Studierende und Menschen mit Kindern zu entlasten, dann glaube ich, ist das die richtige Schwerpunktsetzung und nicht das, was Schwarz-Gelb gemacht hat. Und auch ein letztes, was die Struktur des Haushaltes anbetrifft. Wenn es eine Vereinbarung gibt zum Lissabon-Vertrag, dass man bei der Bildung 10% des Bruttoinlandsproduktes ausgeben will. Und wenn sich Bund und Länder unter Beteiligung dieser noch bestehenden Landesregierung verpflichtet hat, dieses Ziel zu erreichen, heißt das für unseren Haushalt 2,5 Milliarden Euro an Mehrausgaben jährlich. Und selbst wenn die Bundesregierung ihren Anteil tragen würde, was sie bis jetzt nicht zugesichert hat, wären es immerhin noch 1,2 Milliarden Euro. Und was ist es denn dann für ein Skandal, wenn Schwarz und Gelb sagen, jetzt gehen Rot und Grün hin und machen 500 Millionen davon durch eigene Ausgaben im Bereich Bildung, Hochschule und geben die tatsächlich aus, dann sind es 700 Millionen weniger als Schwarz-Gelb es vertraglich zugesichert hat, dann ist auch das eine deutlich solidere Haushaltspolitik, als Herr Linsen vorzugeben versucht an dieser Stelle. Applaus
Und auch dies sei gesagt, natürlich werden wir das, was wir mehr machen wollen, auch versuchen gegenzufinanzieren. Wir werden Reiterstaffeln abschaffen. Wir werden auch Prunk und Protz in der Landesregierung, Sven hat es angesprochen, mit Petersberger Konvent oder Hochglanzbroschüren, all das werden wir zurückfahren. Und wir werden auch, und das sei auch klar gesagt, wir werden auch im Bereich der Personalwirtschaft Unangenehmes tun müssen. Wir werden sicherlich die eine oder andere Leistung überprüfen müssen, um den Landeshaushalt runterfahren zu können. Genannt seien da unter anderem die Landesstraßenbauämter, die zum Teil Fantasieplanungen machen. Da werden wir sehr klar den Fokus auf das schieben, was wir brauchen, nämlich auf den Erhalt von Landesstraßen und keine Luftplanung mehr für unnötige Autobahnen zu machen. Und ein letzter Punkt, den ich auch an das anschließen möchte, was Horst gesagt hat. Wenn wir uns festlegen, Ausgaben, Produkte zu formulieren, die in den öffentlichen Haushalten finanziert werden sollen, wenn eine Sozialgesetzgebung sagt, es muss Unterkunftskosten bezahlt werden, andere Transferleistungen bezahlt werden, das wird alles auf die Kommunen abgeschoben, dann möchte ich, dass der Bund sich auch hinstellt und sagt, also entweder kriegen die Kommunen mehr Geld, zum Beispiel deutlich mehr Umsatzsteuer oder deutlich mehr Einkommensteueranteile oder andere Dinge. Oder er sagt, stellt sich in den Wind und sagt, nein, ich bin dafür, dass es Sozialabbau gibt. Ich bin dafür, dass die Menschen das nicht mehr bekommen. Was nicht sein kann, liebe Freundinnen und Freunde, ist, dass man auf der einen Seite sagt, so soll die Politik sein und auf der anderen Seite sich vom Acker macht, wenn es um Geld geht. Das können wir ja so nicht mehr weitermachen. Ich danke euch.